Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial für mein Windows. Heute werde ich Ihnen zeigen, wie Sie an den sogenannten FlagFox herankommen. Dazu öffnen wir erstmal eine Internetseite, beispielsweise youtube.com/meinwindows. Das ist übrigens mein Kanal, ich denke mal, vorbeischauen lohnt sich da. Und wir wissen jetzt nicht, aus welchem Land dieser Server quasi kommt. Okay, gut, bei YouTube ist es wahrscheinlich klar, der wird aus Amerika kommen. Aber wissen wir es jetzt, wenn wir auf minigolf.de gehen, aus welchem Land dieser Server kommt, beziehungsweise wo dieser Server steht? Oder wenn wir auf Wikipedia... Ach komm... Wikipedia.org. Komm. Wikipedia.org gehen. Wissen wir da, woher dieser Server kommt? Ich schätze mal nicht. Deshalb gehen wir in unsere Standardsuchmaschine FlagFox ein. Dann sollte jetzt hier gleich eine Seite https://firefox/addon/flagfox kommen. Dann klicken wir drauf. Dann sehen wir jetzt hier die Webseite blog.flagfox.net. Und wie gesagt, hier gibt es auch noch andere Funktionen. Das hier ist unsere Direktinstallations-URL, sage ich mal. Da müssen wir jetzt hier auf Erlauben klicken. Diese URL wird dann auch noch im Browser stehen, wenn ihr mein Video anschaut, unten in der Beschreibung. Das ist eine XPI-Datei, wie jedes Add-on. Neu starten. Ach ja, ich habe ja mein Visual Basic offen. Yep. Da wird jetzt übrigens auch bald mal ein kleiner Refresh von den ersten drei Tutorials geschehen, denn ich denke mal, die sind ein bisschen unprofessionell gewesen. Vor allem das dritte. Aber da könnt ihr euch ja mal schnell selber davon überzeugen, solange die Videos noch online sind. Okay, wir bekommen jetzt schon die Beschreibung. Zeigt die Landesflagge des Serverstandorts der aktuell angezeigten Seite. Da können wir mal auch schnell auf Einstellungen gehen. Und hier müssen wir eigentlich kaum etwas machen. Hier sehen wir hier schon URL-Analyse, Serverinformationen kopieren, können wir gleich mal anmachen, Metadaten der Webseite. Okay, aber ganz wichtig, GeoTool, das ist ja das eigentlich, was wir machen wollten. So, dann gehen wir nochmal schnell auf die minigolf.de Seite und jetzt sehen wir hier schon ein Deutschland-Fleckchen. Heißt, der ist eindeutig in Deutschland beheimatet. Klicken wir mal drauf. Dann bekommen wir jetzt geo.flagfox.net. Er löst uns hier auch gleich die IP auf. Und dann sehen wir Hostname Minigolf, Kontinent Europa, Land Deutschland, IP-Adresse, Nationalflagge, Internetdienstanbieter, nehme ich mal auch ganz interessant. Hetzner Online AG. Können wir ein bisschen ranzoomen. Und dann sehen wir, wo das ist hier Marburg in der Nähe, Kassel, Göttingen, Dortmund, denke ich mal, ist am bekanntesten hier. Hier ist Dortmund, also. Und das ist ja auch immer ein bisschen ungenau, wenn man über die Knotenrechner zurückgeht, dann. Okay. Und wie gesagt, wir können ja hier noch mehrere
Dinge tun. So, dann gehen wir nochmal zum zweiten Beispiel. Wikipedia.org. Oh, sehr interessant. Er ist in den Niederlanden beheimatet. Der Surfer. Finde ich interessant. Und dieser geo.flagfox.net, der ist natürlich in Amerika, da das ganze Tool aus Amerika kommt. Ist in Niederlande. Habe ich jetzt nicht gedacht. Okay. Wieder was dazugelernt. Statt ich denke mal, dass hier das ein bisschen unbekannt ist. Alles hier, Zwolle, Kampen, kennt man alles nicht. Also ich jedenfalls nicht. Okay, ich hoffe, ich habe Ihnen geholfen und wenn Sie dieses Tutorial hilfreich fanden, dann fände ich es nett, wenn Sie mich abonnieren würden. Ciao, Ihr Malvindo.